Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Wir sind beim letzten Mal hier in der Nevaeho City Arena angekommen, die vom Typ Eis ist. Easy going für uns. Wir werden jetzt alles wegkrotzen und wegretuschieren. Dieser rutschige, gefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Okay, Kitty, komm mal. Schau mir, Pups. Oh. Okay. Mal wieder ein Gelatropo. Was wirklich die Entwicklung von Gelatino ist, oder? Heißt das Pokémon Gelatino? Ich glaube schon. Es kommt mir jedenfalls so vor. Ich erinnere mich jedenfalls an den Namen Gelatino. Hm. Würde für mich nur Sinn machen, sage ich jetzt mal, ne? Gut. Und noch ein Gelatropo. Geil. Ich meine, ne? Ich finde das gar nicht mal so schlimm, dass die Pokémon so heißen und so aussehen. Das passt zur fünften Generation. Die ist ja so ein bisschen anders als alles andere, ne? Haben wir auch schon so ein bisschen gemerkt. Flatsch, ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin, ey. Ich habe keine Balance. Okay. Ciao. Wo können wir jetzt hin? Wir können natürlich nach rechts und dorthin gehen. Das bringt uns wahrscheinlich nur zurück. Ja, tut's auch nur, ne? Okay. Andererseits können wir nach oben gehen. Und dann nach oben vielleicht? Würde es das bringen? Nicht ganz, glaube ich, ne? Nicht ganz, nee. Wo führt uns... Wo? Ah, nein. Warte mal. Wo bringt mich das hin? Zum Eingang wieder. Ah, okay. Wir sind wahrscheinlich im letzten Raum des, ich sag schon Tempels, aber... Im letzten Raum der Arena. Cool. Ich möchte aber dennoch... Ich möchte jetzt weg. Hallo? Geht das? Geht's noch? Ich möchte hier raus. Ich möchte hier... Hallo? Ey, sag mal nicht, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Willst du mich verarschen? Ich laufe doch nicht den ganzen Weg zurück. Wen willst du denn verarschen? Nee, ganz sicher nicht. Das mache ich ganz sicher nicht. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Ey, wen willst du denn rasieren, Mann? Alter. Okay. Das bringt mich nur wieder zurück, oder? Nö, tut's nicht. Okay, alles klar, weiß Bescheid. Hallo, Mr. Man. Ich bin der König aller Karate-Kämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Jetzt mal ganz unter uns, ne? Ist das nicht kalt, so barfuß auf diesen Eisplatten zu stehen? Denk mal drüber nach. Du kannst eine Blasenentzündung holen. Okay, ich glaube, das ist echt der letzte Kampf vor dem Arenaleiter oder der Arenaleiterin. Sandro ist aber, glaube ich, eher ein Mann. Ja. Und ich würde sagen, danach machen wir, vor dem Kampf machen wir erstmal noch ein bisschen Ether-Action und ein bisschen, ja, Ether-Action. Da passt das. Oh, Petsniff, oh, wie putzig! Ich meine, Dragunia hat hier wirklich fast only gekämpft und hat 3 Level erreicht in der Zeit, wo wir hier in der Arena waren. Ist das nicht krass? Ist heftig, ne? Das muss man erstmal nachmachen, Freunde. Als König aller Karatekämpfer hatte ich nicht gedacht, dass ich verliere. Hast du aber. Und jetzt halt die Fresse. Tu mir einen Gefallen. Stirb. Gut, wir müssen jetzt anscheinend da runter und werden dann da oben irgendwie hinkommen. Irgendwie. Oder? Wahrscheinlich müssen wir jetzt den hier machen. Und landen dann hinten auf der blauen Plattform. So sieht's aus. Okay. Da hinten scheint auch schon der Arenaleiter zu sein. Das passt ja super. Blendend. Keine 4 Minuten im Part und schon zum Arenaleiter gehen, das ist geil. Finde ich richtig gut. Nur, ich würde sagen, ich heile mich nochmal mit einem Äther voll. Wenn's genehm ist. Hallo, Äther? Da, 5 Stück, okay. Hammerarm! Davor würde ich sagen, Tafelwasser auf Peter, falls er nochmal zu einem Zug kommt. Was ich zwar nicht glaube, aber gucken wir mal. Wir schauen. Okay, da geht's zu einer Abkürzung oder wahrscheinlich wieder raus. Hallo, Sandro! Aus deinem Gesicht spricht da die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Nun, dann lass uns keine Zeit verlieren. Okay! Ich schätze mal so, dass es auch keine 2 Minuten dauern wird, aber wir gucken mal. Wenn er jetzt so Level 40er Pokémon am Start hat, wissen wir Bescheid. Leiter Sandro! Gelatropo wird in den Kampf geschickt.
Level 37 fängt sich schon mal hart an, aber wir sind härter. Ich würde sagen, erstmal ein Hammerarm zum Anfang, ne? Und gucken mal, was das abzieht. Klar, unsere Initiative geht down, aber das nehme ich in Kauf. 39 für Dennis, ja schon. Drachen, was? Ach, Dreschflegel. Die Billigattacke. Ach du Scheiße. Ich glaube, das lassen wir. Dreschflegel, please not. Siberio, die Entwicklung von Petsneef. Ich würde sagen, wir bleiben bei Dragunia und hauen drauf mit einem Flammenblitz. Um wirklich sicher zu gehen. Step und starke Attacke. Bitch, please. Müsste aber ein One-Hit werden. So sieht's aus. Na, wie sieht's aus vom Schaden her? Oh, ja, ja, ja. Und Frigometri. Ich würde sagen, da reicht auch ein Flammenblitz. Training ist es dann wirklich Training, wenn es zum Äußersten geht. Aber ich glaube, es wird auch ein Hammer anreichen. Aber ich will jetzt nicht spekulieren oder so, deswegen... Oh! Hallo! Ah, jetzt frier uns nicht ein. Mach keinen Scheiß. Bam! Friss! Sehr schön! Sehr schön! Boah, obwohl das schon Schaden gemacht hat. Du und dein Pokémon-Team, ihr gebt ein wirklich gutes Gespann ab. Den Orden habt ihr euch verdient, oder sowas. Dein Mut verdient wirklich wahrlich Anerkennung. Daher überreiche ich dir das hier. Sehr schön, Leute. Damit hätten wir den Orden innerhalb von 2 Minuten kämpfen, errungen. Oder nicht mal 2 Minuten. 7. Orden. Easy going. Karl, von Sandro den Eiszapfen. Du hast 7 Orden. Das bedeutet, dass dir nun Pokémon bis Level 80 gehorchen. Und nimm auch diese TM als Zeichen meiner Wertschätzung. Bestimmt Aurora-Strahl. Nee, Eis-Odem, okay. Das können wir Dennis beibringen. Eis-Odem ist die eine Attacke mit Volltreffer-Garantie. Was? Ja, dann würde ich sagen, ey, Dennis. Komm, gönn dir, Brudi. Auf jeden Fall, Dennis wird das auf jeden Fall lernen. Ich bin mir auch sicher, dass er das lernen wird, weil Eisattacken für... Eisattacken werden Wasser-Pokémon auf jeden Fall lernen, das ist klar. Also wenn das da nicht der Fall ist, dann tut es mir echt leid. Eis ist Odem. Stärke 40. Ach du Scheiße. Ja, geil, ne? Ist es nicht so geil. Ich glaube, wir bleiben echt bei den Attacken. Trotz Volltreffer-Garantie. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das lassen wir sein. Zack. Hau rein. So, dann... Oh nein. Kai, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass ich mich verändert habe, seitdem wir von Avenicia aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich bei mir wahrscheinlich unweigerlich das Gefühl auf, dass ich mir nichts von alledem noch zusagt. Oder dass mir nichts von dem zusagt. Bin ich es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unser Sharon, wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Kai, ich werde mich jetzt zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will auch herausfinden, was ich gern mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Was willst du denn von mir, du kleiner Hurensohn? Halt die Fresse! Ich bin Belle und das hier ist Sharon und da klatsche ich in ein paar Sekunden auf den Boden, okay? Du kleiner Vogel in Frauenklamotten. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Was? Nichts anderes haben wir von Arenaleiter von Nevaeo City erwartet. Selbst Schattengestalten wie uns. Das Finstrio hast du gleich bemerkt. Wir wollten das eigentlich nur Karl mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Gezis will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort von Meisterin erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey, ihr, klärt mich mal auf. Da sind sie weg. Du musst doch dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst. Denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, oder nicht? Wenn du nicht blind bist und den Turm siehst, oder dann ist es auf jeden Fall der Fall. Aber was soll ich denn jetzt machen? Na, dann laufe ich halt den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Nein!
Wo soll ich denn die noch gleich gewesen sein? Wo soll die noch gleich gewesen sein? Hört dich von hier, oder nicht? Oh nein, jetzt geh uns nicht auf den Sack. Du bist für uns nur eine Klette, du unnötiges Stück Scheiße. Tu mir einen Gefallen und tanz mit den Leuten da. Dummes Weib. Alter, ist doch nicht wahr. Ist das deren Ernst? So nach dem Motto, ich kann zwar nicht, aber ich gehe euch trotzdem auf den Piss. Aha! Alter, ist die dumm, ey. Richtige dumme Torte, aber ohne Scheiß. Gut, jetzt scheint sich das Spiel storymäßig auf jeden Fall richtig zuzuspitzen. Finde ich gut, Alter. Itemradar an, Fahrrad an und weiter geht's. Du Kai, hallo, ich bin's, das nervige Girl von nebenan. Hallo, hallo. Oh Kai, und du bist auch hier, Belle, wie schön. Mein Name ist Eberhard Esche. Meine Tochter hat euch euren Pokédex gegeben. Guten Tag. Ich bin so nervig, ey. Und ich bin so lustig, ey. Ich lache aus unerfindlichen Gründen. Wir sind Professorin Esche auch sehr dankbar. Dank ihr könnten wir diese Reise überhaupt erst machen und so viel dabei lernen. Es freut mich sehr, das zu hören, du Nervensäge. Und wir unterhalten uns aber erst später. Kai, Belle. Ich erkläre euch kurz die Lage. Eine große Anzahl Schergen von T-Plasma hat die Außenmauer des Turms durchbrochen und ihn so betreten. Und Sandro, dieser Junge, Sharon und, die beiden sind T-Plasma auf jeden Fall gefolgt. Professor, was ist denn die Drachenstiege? Was ist daran so lustig? Ich weiß es nicht. Aber schon klar, das interessiert dich jetzt natürlich, ne? Also gut, dann will ich dir mal sagen. Dieser erhabene Turm stand schon lange, bevor es die eine Region gab, da. Und ganz oben wartet das legendäre Pokémon, besser gesagt das Drachen-Pokémon, auf den Menschen, der vom Wunsch beseelt ist. Und, habt ihr jetzt vielleicht auch vor, Team Plasma zu verfolgen? Ich hoffe nur, dass durch eine Konfrontation nicht alles noch schlimmer wird. Keine Sorge. Kai und Sharon sind super stark und ich bin dumm und die beiden haben Team Plasma auf jeden Fall schon mal besiegt, ne? Und was mich betrifft, ich bin dumm. Das Beste wäre, wenn ich hier bleibe und auf sie aufpasse. Das wär echt prima, wenn du den anderen nicht ein Klotz am Bein bist, aber ich fühle mich schon viel sicherer, du unnützes Gör. Oh Mann, das ist so ein Opfer. Man wird von allen einfach so als unnötig betitelt und so. Oh. Also dann, Kai. Es wird dann bestimmt nicht einfach, aber ich bahne dir den Weg nach oben. Mehr als das habe ich leider nicht, aber besser als nicht ist es allemal. Spezialität erhalten! Was soll das denn sein? Ich frage mich wirklich, was den Plasma bezweckt. Ja, ich bin auch gespannt. Aber bevor wir da hingehen, gucke ich mal kurz, ob hier noch was ist. Sieht nicht so aus. Nein! Shadrago! Was geht ab, Alter? Wow! Also, ich muss schon sagen, ist ja heftig. Oder soll ich denn jetzt doch den Isis Odin beibringen? Ich bin echt am Überlegen, wisst ihr? Wisst ihr was? Ich mach das. Komm. Ist egal. Ich meine, ein Volltreffer und gegen Drachen-Pokémon ist das die Attacke. Von daher. Nein, er kann es nicht mal lernen. Scheiße. Verdammt, ja, da habe ich mich zu sicher gefühlt, Mann. Ach, damn. Nein. Ah, ist egal, ey. Weißt du was? Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Dann haben wir halt keine Effektivität gegenüber Drachen-Pokémon, aber ist egal. Top-Schutz anmachen, dankeschön. So, aber ich würde sagen, ich wechsle erstmal Dragunia ein. Der hat wirklich schon viel mehr als genug gelevelt. Und es kommt dafür Peter nach vorne. Und Evo Games. Alles klar. Und ich würde sagen, Dennis, nehmen wir mal den Petala weg. Und Evo Games bekommt ihn dafür, würde ich sagen. Und ich würde sagen, Enrico bekommt den auch noch. Ja, ich meine, wir haben ja zwei Stück, von daher passt das. Scheiß auf den Beulenhelm. Und, ja. Du kriegst auch den MP-Teiler. Scheiß auf Simons Amulett, wir haben sowieso Kohle. Und selbst wenn, geben wir Dragonier das Simons Amulett. Ich würde sagen, für Dennis den Beulenhelm.
Und für Random Kai gibt es, ja. Was war das nochmal? Hallo? Wo bist du, Wundersat? Ah, da war's. Okay. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Weiter geht's. Und ich würde sagen, los geht's. Oh. Itemradar an. Los geht's. Stellen wir uns im ersten Team Plasma-Rüpel auf jeden Fall und los! Was? Der Arenaleiter ist vorher nach oben gegangen. Mit etwas Glück wirst du dabei sein, wenn eine Geschichte geschrieben wird. Okay, wenn das so ist. Das ist also die Drachenstiege. Boah, ich muss sagen, das Wasser funkelt aber schön für DS-Verhältnisse. Wow. Es funkelt auf jeden Fall ziemlich gut. Das kann ich sagen. Das klingt ja so. Das klingt so, als würde irgendwas ganz oben im Turm toben. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Kai! Die umgestützten Säulen hier können wir auch. Können auch als Weg dienen. Also, ich folge dann mal Team Plasma. Ja, gut, ne? Ich glaube, ihr wisst genau, was das bedeutet. Wow, hier können wir echt hoch. Geil. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet hier. Ach, Stärke können wir jetzt nutzen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Pokémon. Wie geil. Ich finde den Stärkefelsen hier aber richtig nice. Vom Aussehen her. Und ja, ihr merkt, die Geschichte hier spitzt sich auf jeden Fall zu. Das große Finale steht bevor. Ich sag zwar nicht das große Finale des Spiels, sondern das große Finale mit Team Plasma. Das große Finale des Spiels ist für uns die Pokémon-Liga. Ne? Von daher gesehen. So, lass uns mal hochgehen. Aber erstmal noch den Pokémon-Ball abstauben. Pokémon-Ball abstauben. Genau. Das Item abstauben. Beep, 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 beep. Sternstopp behalten! Okay, können wir da auch noch hoch? Ja, können wir. Aber was bringt uns das zum Teufel? Ach! Ach, heißt das, wir hätten Stärke gar nicht einsetzen müssen? Ja, nice. Weiß ich Bescheid. Okay. Ach, hier sind so ein paar Rätsel. Mit so Sprungplatten, wie cool. Wow. Ich gehe aber erstmal zum Pokéball, oder zum Item. Leuchtstein erhalten! Bevor wir nach oben gehen. Und ich würde sagen, Alter, das große Finale ist da. Episch. Es wird auf jeden Fall episch. Das kann ich euch sagen. Oder das hoffe ich doch mal. So. Ja, gut. Okay. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Leute, ich würde sagen, das große Finale mit Team Plasma gucken wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dahin. Haut rein, ciao.